Ups, das ist peinlich. Eva Brenner muss sich auf Instagram mit einem unangenehmen Thema herumschlagen. Unter einem ihrer neuesten Posts stellt eine Followerin die Vermutung auf, Eva sei schwanger. Auf dem geposteten Video trägt das TV-Gesicht eine weite Bluse, was den Fan scheinbar aufhorchen ließ. Ich bin gerade etwas verwundert über das Oberteil. Bedeutet es, dass da ein Baby unterwegs ist? Eigentlich fragt man das ja nicht, aber finde es irgendwie so offensichtlich. Dies lässt der Zuhause im Glücksstar nicht auf sich sitzen und kommentiert: Stimmt, sowas ist definitiv indiskret. Hierauf folgt ein Tut mir leid des Fans. Über das Privatleben der Innenarchitektin und Moderatorin ist nichts bekannt und das soll künftig wohl auch so bleiben. Das Video postete Eva Brenner aus einem Mini-Urlaub, bei dem sie sich eine Auszeit gönnen wollte. Mitte letzter Woche hat es mich gesundheitlich mal kurz ausgeschaltet, aber ich bin mittlerweile wieder auf 85%, schreibt die Blondine dazu. Außerdem informiert sie ihre Fans darüber, dass im Frühjahr und Sommer wieder viele Baustellen und Gärten mit neuen Projekten auf sie warten. Ein Zuhause im Glück-Comeback ist nicht unter Eva Brenners neuesten Projekten. Ein Revival der Sendung hat sie via Instagram verneint. Aktuell ist sie unter anderem in der ZDF-Sendung Mein Zuhause richtig schön zu sehen.